Ja, servus Bananda zum weiteren Video. Weihnachtsgeschenke für deine Liebsten ist so das heutige Thema. Und es entsteht hier ein Bild in Aquarell. Es ist so gesehen wieder ein meditatives Malen. Und das Schöne daran ist, nimm dir Zeit für dieses für dein meditatives Bild und ja, verschenke es doch einfach zu Weihnachten. Also somit machst du dir selber eine Freude, ja, während du malst, während du kreativ bist, während du im Fluss bist, und du verschenkst so gesehen Freude, positive Energie durch das Bild. Was wollen wir mehr? Ach ja, noch herzlichen Dank für die vielen tollen Rückmeldungen zum letzten Video. Ich habe mich wirklich total darüber gefreut. Das Thema war ja, bin ich hochsensibel? Ja, das ist ein runder Malkarton. Du kannst aber jederzeit natürlich auch einen eckigen, quadratischen nehmen. Mich spricht natürlich das Runde an. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze in Acryl zu gestalten. Geht natürlich genauso. Ich habe mich für Aquarell entschieden, einfach weil ich mich momentan mit Aquarellfarben einfach wohler fühle. Und auch von den Mustern her, entscheide spontan, es können Blumen sein, nimm dir Vorlagen, wie es dir beliebt, ja, wo du dich wohlfühlst. Das ist zum Beispiel jetzt flüssiges Acryl, Gold, und gibt wunderschöne Effekte. Kann ich also wirklich nur wärmstens empfehlen, kommt ganz, ganz toll. Ja, und lass dir Zeit. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Das erleichtert die Suche für andere Interessenten. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und das ist Klarlack. Den trage ich gerne auf Aquarellfarben, damit die Posca-Farben besser tragen. Weil die Farben, gerade das Weiß, verschwindet oft in den Farben, also gerade bei Aquarell. Und hier sieht man, das deckt jetzt wunderbar, weil eben Acryl-Grundierung mit drauf ist. Ja, und das ist jetzt Orange, musste mit rein. Ich habe mir gedacht, irgendwie fehlt jetzt einfach noch dieses Orange. Ach ja, das ist Silber. Silber und Gold sind ja mit dabei. Ja, so langsam wird es richtig bunt. Also mich beruhigt diese Methode ungemein. Und ja, ganz klar, wenn es mir gut geht, dann geht es natürlich auch meinem Umfeld besser. Ich bin sehr emotional, also da ist schon besser, wenn es mir gut geht. Das heißt einfach, ich habe eine kurze Zündschnur. Wenn es mir nicht gut geht, ist das einfach schlecht. Ja, aber jetzt nochmal zu diesem Malkarton. Der kann natürlich auch kleiner sein. Also das, mich hat einfach diese Größe angesprochen. Ich glaube, das sind 30. Ich weiß es jetzt nicht.
Gibt es natürlich auch in 20 oder 10 Zentimetern. Na, du wirst ja jetzt gleich sehen, wohin die Reise geht. Und genau, dahin wollte ich mit euch. Also, pfiat euch. Fertig.